Ein Lastkraftwagen soll durch einen Tunnel mit halbkreisförmigem Querschnitt fahren. Die zweispurige Fahrbahn ist insgesamt 6 Meter breit. Auf beiden Seiten befindet sich ein Randstreifen von jeweils 2 Meter Breite. Frage: Wie hoch darf der LKW maximal sein? Wir können diese Situation modellieren durch solch eine Zeichnung, wo der LKW durch ein Rechteck modelliert wird. Was wir eigentlich suchen, ist diese Höhe h. Wir wissen, wenn man einen Punkt einer Kreislinie mit den zwei Enden von einem Durchmesser verbindet, so erhält man einen rechten Winkel. Dieses Magenta-Dreieck ist also rechtwinklig. Und durch den Höhensatz, der im Tutorial D3027 als direkte Konsequenz vom Satz des Pythagoras bewiesen wird, wissen wir, dass diese Höhe im Quadrat gleich ist zu dem Produkt der Längen von dieser Strecke und dieser Strecke. Also durch den Höhensatz wissen wir, dass h im Quadrat gleich ist zu 8, 6 plus 2, mal 2. Somit ist h² also gleich 16 und deshalb ist die gesuchte Höhe h gleich 4 Meter. Der LKW darf also maximal 4 Meter hoch sein. Und diese Aufgabe ist schon beendet.